Wenn wir anfangen, mit der Serie zu arbeiten, wird zuerst draußen geguckt, was für Holzdicke haben wir. Danach richtet sich dann, welche Maße wir für die Blätter nehmen, damit man nicht zu viel Verschnitt hat. Und so wird dann Stück für Stück jedes Blatt rein, Abstandshalter dazwischen. Dieses Gatter ist quasi ein Nachgänger von den ursprünglichen Gattern, die ja nur mit einem Blatt sägten. Das hieß, wurde Stamm durchgeschoben. Wenn der Schnitt zu Ende war, musste der Stamm zurück, dann den nächsten Schnitt. Und hierbei ist man dann dazu übergegangen, mehrere Sägeblätter senkrecht einzuspannen, dass man einen Stamm direkt komplett zerschneiden kann. Die Säge wird angetrieben über einen Elektromotor, der wiederum über einen Flachriemen eine sogenannte Transmission antreibt. Für den Betrieb wird der Transmissionsriemen verschoben und der treibt dann das Schwungrad an. Das Schwungrad, wenn er einmal läuft, dann hat die Säge so viel Schwungmasse, dass die fast alleine läuft. Das Justieren, das ist auch eine Erfahrungssache. Das muss man mit der Zeit lernen, weil der Stamm ja auch nicht immer genau gleich rund ist. Und dann muss man eben gucken, wie drehe ich den Stamm, damit ich am günstigsten wieder hinkomme mit meinen Maßen.
nicht. Wenn der Stamm dann durchgesägt ist, hat man ja noch kein fertiges Holz, sondern da ist ja noch die sogenannte Wahl- und Waldkante dran. Dann geht man zu der Bandsäge, wo dann die Kanten gerade geschnitten werden, damit man entweder Bretter sauber geschnitten oder Balken sauber geschnitten hat. Vorne hat man rundes Holz reingeschoben und zum Schluss tragen wir eckiges Holz raus. Man hat den ganzen Ablauf unter Kontrolle. Und das ist eben das Schöne.